Zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 mit Tobi. Hallo. Ja, ich habe noch immer Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm. Und ich suche weiter den Shop. Ach Mann, jetzt hat da eine Gruppe ein Event gestartet, da fliege ich auch raus. So. Jetzt kriege ich mal 5 Nachrichten, weil einer einen Livestream startet. Und noch einen Haufen Nachrichten. Der hat ein Video hochgeladen. Ja. So. So, ich glaube jetzt, ich lasse jetzt mal den Helfer machen, mal sehen, was der denn macht. Wie schaut's jetzt das mit MS? Kürzlich, aber wie gesagt, der springt ab und zu mal nach vorne. 40 ist eigentlich gut. 30 ist das Beste. Und 60 ist an der Grenze, also bist du eigentlich zwischendrin. Ja, wie gesagt, manchmal springt er dann ein bisschen nach vorne. Naja. Reifen drehen wir ohne richtig? Sollen eigentlich? Das macht bei dir dann Probleme. Das ist auch nicht so geil. Ach ja, so, ich zeig dir jetzt mal einen Hühnerstall. Du kannst ja mal rein switchen in meinen Traktor. Das ist der Hühnerstall. Lustig. Hier liegen die Eier dann überall verstreut, oder Ja, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ich habe das auch bis jetzt nur in einem Video gesehen. Und da unten ist der Händler. Aber so bin ich jetzt einmal quer durch die Karte gefahren. Also ich glaube, hier kannst du auch gut mit größeren Fahrzeugen hantieren, weil alles ist hier ziemlich breit. das Feld 23, das hier bei uns hier ist, am Hofner, ist auch recht groß. Das ist aber nicht hier grubbert. Das Das kann Gerät man ist. auch vorher machen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns dann so eine diese olle Federstart oder wie er heißt, diese Sämaschine. Also Direktsaatmaschine. Ja. Testen. So, ich komme jetzt zurück zum Hof. Das dauert ja wohl noch ein bisschen, bis wir die uns essen können. Ja, 50.000 kostet die, glaube ich. 53 sogar, so weg. Dann müssen wir mal gucken, was wir zuerst machen. Jetzt werde ich von Pascal angerufen. Schon wieder. Kommst du mal TS? Hallo? Warte mal. Mein Handy macht Probleme. Pascal? Kommst du mal TS? Ja, da wo ich jetzt immer bin. Okay, also wollte ich dich gerade noch fragen, Gott, die, wie heißt denn das gerade? Ach so, ja, ich bin gleich wieder da, ich muss kurz meine Hose anziehen. Ah, lustig, bis gleich. Ja, ich nehme noch immer auf. Oh Mann. Dann soll ich schon wieder raus. Ja, er ruft mich an. Ich habe ja Skype gerade am Computer beendet. Und ja. Ich muss mir erst eine Hose anziehen. Schön fein. Interessiert mich das?
Wo bist du? Da bist du schon wieder hier, wa? Ja, ich fahre jetzt weiter ab. Ach scheiße, jetzt habe ich mein Handy ausgemacht. So, Du aber bist die. jetzt mit Wilson erstmal düngen schnell noch? Okay, dann dünge ich schnell. Wird erstmal erledigt. Ja, mein Standort war mehr raus haben, wenn das alles leer ist. So, dann düngen wir noch schnell und dann können wir fertig abfahren. Wir passen in den Düngerstreuer überhaupt drin. 700. Entschuldigung. Und 12 Meter Arbeitsbreite hat er. Ah, so, ja. Aber 700 ist ohne doll. Ja. Na gut, besser wenn nicht. Ne? Ich Ja, weiß nicht, was ich. der andere jetzt hatte. Der für 14.000. Ich bin auch noch einen großen gewohnt. Sieht man jetzt sicher an meinem Fahrstil. Ein Unterschied wahrscheinlich. Der hat die Hälfte, ne, glaube ich. Der Große hat 36 Meter. Und der Der 12. für 14 oder was das war? Ja, die anderen zwei haben ja Der gleich viel, nur der eine hat mehr Füllvolumen. für 14.600, der, ja, 26, der. Ja. Passt keiner hin, der kommt ja wieder, oder was? Ja, da kommt der S, er wird mich wohl anstupsen. Und ich schaue jetzt nicht dauernd raus. Weil er kommt ja hier nicht rein, weil Passwort drinnen ist und er kein Recht hat. Oder wir könnten auch auf Forst sparen, dort wird man schneller Geld kriegen. Meinst du jetzt mit dem Ponzo-Ding da oder was? Nee, auf dem kleinen Steper. Aber wie gesagt, das Aufladen, das musst du machen. Ich Ja, kann das ist. eigentlich, da kann ich nicht klar. Ja, ne, ich. Dann musst du nur Bäume schnippeln. Ja, da kein Problem mit. Ja, mit dem anderen Ding, da komme ich nicht klar mit. Plan. Ich weiß gar nicht, was kostet der Ponzi, der hat auch ein bisschen Ja, der gekostet. kostet 300.000, glaube ich. Deine Tippsen. Na, das dauert ja noch. Ja, und ich will ja auch nicht davon klein auf groß, sondern auch mal auf Mittel umsteigen, also so T6 und Puma und so. Und dann erst aufsteigen auf T8 und so. Weil sonst, ja, sind wir in 50 Folgen hier auch fertig. Mit dem T6 finde ich sie so am besten, muss ich sagen. Ich auch.
Motor könnte er haben, aber dann steht er. Dann hat sie es ja leer. Ich sehe da ein paar Lücken zwischen. Ja, das geht nicht anders. Und es macht ja nichts, weil sobald 50% des Feldes gedüngt sind, ist automatisch alles gedüngt. Ja, oder sind es 70, ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls, man müsste nicht alles düngen. Das schaut halt scheiße aus, wenn es nur die Hälfte düngst. Und ich würde von der Art. Lernt immer dazu, ne? Ja. Ich habe auch schon. So. Ich habe auch schon Bandicoot so gern gespielt. Kennst du die Map? Bandicoot. Wenn ich dir ganz ehrlich sagen würde, Bandicoot, ne? Das ist 40 Kilometer von mir weg. Ja, davon gibt's eine Map. Und ja, die habe. Ja, und die. Da steht dein Bus da außen und so was alles, ne? Ja. Das ist 40 Kilometer von mir weg. Ja, die ist ja auch so ähnlich gehalten wie die hier. Und ich habe die Map auch schon gemacht. Die ist ja auch so aufs Alte gehalten und ja. Habe ich auch ganz gern gespielt, auch wenn ich sie nur im Multiplayer mit Benjamin gespielt habe und der hat cheatet. Ja, mach den hast du noch ein paar Wochen auch keinen Bock mehr. Ja. In 2 Wochen und dann hast du Bock mehr. Macht dir keinen Spaß auf jeden Fall. Okay, ich will einen großen Düngerstreuer. Da bin ich besser mit. Ich sehe das schon. Ich habe bis jetzt immer nur das Große benutzt, weil irgendwie war das das Kleinste, was es gegeben hat. Und dort war ich so gewohnt, ja, da brauchst du nicht so viel W drücken bei den Kurven und ja, hier ist es jetzt ganz anders. Jürgen Ferry, ne? Ja. Was wollen wir hier denn sehen? Weiß nicht, Raps. Aber. Ja. Hey, wake up. Warte, jetzt wurde ich angestopst, jetzt ist sicher was kalt da. Ja. Na, Real Hunter ist da. User was moved to your channel. Hallo. Buddy was moved to so, your channel. Ist hier Volksversammlung oder wie? Nimmst du immer noch auf? Ja. Ja, machen wir. Und wie läuft's? Gut. Jordi, ich muss dich mal was fragen. Ja? Ich erzähl jetzt was und dann dadurch entsteht der Name deines Videos. Ich habe eigentlich schon Namen. Und ich weiß auch, welches Bild du benutzen musst. Okay, gut, erzähl. Ja, ich habe rechts in dem zwei Kerzen stehen, einmal ein Ölteil, weißt du was ich meine, Gotti? Und dann eine Kerze, noch so eine normale. Lustig war, meine Katzen kommen her und schmeißen mir das User runter. Schönen Tag! Woher hat denn der eigentlich das Passwort? Hab ich mich gerade auch gewundert. Von Pascal 1820. Hä, das ist gar nicht mein Passwort. Okay, das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Schmeißen mir das genau auf meinen Wildschwein. Channel edited. Was?
So. Und hier Passwort geändert. Okay, auf jeden Fall ist das passiert, dass meine Katze mir die Kerzen beide runtergeschmissen haben und dann auf meine Wildschweindecke gefallen ist, ne? Und dann war so eine kleine Stichflamme. Ui. Ja, und lustig, ne? Und dann hat hier so ein Saft bei mir stehen, so eine große, wie viel Liter, 1 Liter Flasche, und hab das da drüber gekippt. Ja. Und jetzt hätte ich einen Namen für das Video. Und der wäre? Pascal steckt sein Haus in Flammen. Okay. Oh, nee. Ich kann mich schon wieder aufregen, ja. Steht groß drauf, Aufnahme nicht stören. Nö, der joint einfach mal rein. Schönen guten Tag. Dann kommt das Passwort von Jenny, weil ich komme dann gleich wieder. 18:20 war's. Und jetzt ist es was? Nimmer. Und was jetzt? Nix, das Video ist jetzt zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Oh. Ich muss kurz nochmal jemanden was fragen, was sehr wichtig ist. Bis gleich. Wer war denn das jetzt?